Soll ich ganz ehrlich sein? Fuckboy-Antwort geben, so die du eigentlich von mir erwartest? Nee, sei mal einfach ehrlich. Ich dachte mir nur so kurz wirklich, wo ist der Ausgang? Was hast du denn für einen Fetisch? Meine Eltern gucken da. Die Casting-Abteilung so eine Arbeit leistet. Es war noch nicht so schlimm. Stellt sich aber auch an. Boah, das ist ja geisteskrank. Herzlich willkommen zu Date of Fake. Hier treffen zwei fremde Personen aufeinander und lernen sich näher kennen. Das Ganze wird mit einem zauberhaften Essen von Zeddo persönlich begleitet. Im Spiel um die Silbermünzen zeigt sich schnell der wahre Charakter vieler Teilnehmer, der im Anschluss bei der Entscheidung auch schon getestet wird. Wählen Sie heute die Liebe oder das große Geld. Hi, mein Name ist Aydin, ich bin 23 Jahre alt und ich wohne eigentlich genau zwischen Köln und Düsseldorf, also ziemlich genau in der Mitte. Hauptberuflich bin ich Vollzeiterzieherin und mache nebenbei auch so ein bisschen Social Media. Wenn ich freie Zeit habe, stecke ich die meistens in Freunde und Familie, weil Social Media echt viel Zeit in Anspruch nimmt und ich da ja meine ganze freie Zeit reinstecke. Ich bin sehr schwer zu überzeugen und bin leider auch sehr picky in meiner Partnerwahl. Ich hoffe natürlich, dass mein Datepartner mir heute gefällt. Ich gehe jetzt aber noch nicht davon aus, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Wenn ich mir jetzt einen Mann backen könnte, dann wäre er im besten Falle vielleicht, ja, also alles, was in die dunklere Richtung geht, ist super. Jo, was geht ab? Ich bin's Kev, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich spiele Fußball und bin auf dem Weg, so Gott will, es nach oben zu schaffen. In meiner Freizeit liebe ich es eigentlich zu reisen. Also ich will die Welt sehen, die Welt entdecken und wenn man das nicht so groß sieht, dann mag ich das feiern zu gehen. Also es könnte natürlich sein, dass die ein oder anderen mich bereits aus dem Fernsehen kennen. Ich war Kandidat bei Are You The One, Staffel 5. Wir haben leider nicht gewonnen, deswegen sitze ich am Ende auch noch hier. Mein Perfect Match habe ich gefunden, aber es hat halt nicht für die große Liebe gereicht. Aber wer weiß, vielleicht finde ich sie heute. Neuer Tag, neues Blind Date, liebe Freunde. Ihr seht, die Kandidaten stehen neben mir. Natürlich dürfen sie wie immer erstmal ihren Silberpreis für dieses Video bestimmen. Der Silberpreis. Bevor das Date losgeht, dürfen beide Teilnehmer am Rad drehen, um so ihren persönlichen Silberpreis zu bestimmen. Im Laufe des Dates werden sie die Silbermünzen verdienen können. Entscheiden sie sich gegen ein zweites Date mit der anderen Person, können sie den Wert ihrer Münzen in Euro mit nach Hause nehmen. Wir fangen mit der Dame an. Super. Dann darf der Herr einmal. Wir wissen Bescheid, die Zuschauer wissen Bescheid, ihr wisst nicht Bescheid. Ich bin sehr gespannt, wen Zeddo ausgewählt hat für mich. Gott. Hi. Hallo. Was Hi, geht? Lass dich drücken. Na? Alles gut. Sieht schön aus. Danke, ebenso. Als ich die Augenbinde abgenommen habe, war ich wirklich erstmal erleichtert und positiv überrascht. Oh Gott. Bist du aufgeregt? Ja, du? Ist okay. Hast du schon öfter gemacht, oder? Das ist Quatsch. Ich war überrascht, also wirklich, weil so, sie ist eine wunderschöne Frau auf jeden Fall. Und deswegen war der Eindruck natürlich positiv. Okay, so. Und jetzt? Was geht ab? Erstmal würde ich sagen, wir trinken was. Wie oder? Heißt du? Erstmal vielleicht. Ich heiße Kevin. Ah, hi. Wie heißt du? Aylin. Aylin? Ja. Bist du Türkin? Nee, ich habe einen türkischen Namen. Das Date läuft an, liebe Freunde. Sieht doch ganz gut aus. Sympathischer Anfang. Heute gibt's Pfannkuchen dreierlei Art. Ist ein einfaches Rezept, wie immer natürlich in der Beschreibung, falls ihr es nachkochen wollt. Super easy. Ich habe den Pfannkuchenteig auch ehrlicherweise schon vorbereitet. Wir wollen ja immer gucken, dass hier alles relativ zügig geht. Und wie findest du Berlin? Groß. Also ich konnte noch nicht viel zu sagen. Ich war auch noch jünger, als ich da war. Also wer bist du denn? Ich bin 23. Und du? Was denkst du? Boah. Ich würde dich jetzt auch auf 24. Bist du dabei? Ja. Nein, ich bin 21. Oh, normalerweise würde ich sagen, dass 21 Jahre mir schon zu jung sind. Alter ist aber im Endeffekt nur eine Zahl und ich habe 18-Jährige kennengelernt, die sich reifer verhalten haben als 28-Jährige. Deshalb möchte ich da in der Hinsicht nicht urteilen. Ich wirke älter, hoffe ich. Ja, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ne? Hast du recht, aber dafür sind wir hier. Ja. Ich würde sagen, ich nehme die Getränkebestellung auf. Vielleicht muss ich ein, zwei Cocktails mischen. Ich muss mal gerade hier gucken. Oh, mit dieser Maske. Oh Gott. Okay. Sollen wir was zu trinken? Irgendwie, ich weiß nicht. Wir holen uns was zu trinken. Worauf ja. hast du Bock? Ich glaube, ich gönne mir mal eine Apfelschorle. Eine Apfelschorle? Oder eine du bist Cola, ja jetzt richtig wild, ne? Ja. Aber Apfelschorle ist gut. Ich liebe Apfelschorle über alles. Guck mal, trinkst du Alkohol? Ich trinke Alkohol, ja. Okay. Ich nicht.
Nicht so viel, aber Asi-Mischel-Club aber schlägt. Ich bin nicht so eine. Bist du so eine? Nee, du? Ich bin auf gar keinen Fall so einer. Na, wie ist es so, das erste Blind Date? Obwohl, hattet ihr schon mal eins? Nee, noch nicht. Nee, ich hatte tatsächlich auch noch keins. Wie war das Gefühl, komisch, sich erstmal zu sehen? Aber es ist alles gut, ich bin beruhigt. Okay. Hätte schlimmer kommen können. Ah, super, korrekt, danke. Das kann man als Kompliment auffassen. Habt ihr euch schon umgeguckt? Ich habe gehört, ihr habt gerade diskutiert. Wie ich das mitbekommen habe, die nehmen wir zur Apfelschorle, ne? Ja. Eine Apfelschorle? Haben wir noch da? Haben wir da. Ach, beide? Mhm. Loggen wir ein. Das könnte wieder knapp werden. Ich weiß nicht, ob wir so viel Apfelschorle da haben. Sonst aber sonst nehme ich, mach irgendeinen, also ich... Shot? Nein. Nein. Echt, jetzt schon. Vorm Essen. Irgendwas ohne Alkohol. Aha. Irgendwas Fruchtiges. Ich vertraue dir. Wir sind aus dem Konzept gebracht. Schwierig. Wir gucken mal, ja. Ich nehme die Clubmische. Clubmische, alles klar. Super, ich komme gleich wieder. Also der erste Eindruck ist bisher erstmal sehr positiv. Ich bin positiv überrascht und bin gespannt, was er noch so von sich erzählt und ob er mich von meinem Klischee, was ich irgendwie bisher habe, noch überzeugen kann. Ja, aus Berlin. Aus Berlin. Was machst du beruflich? Also ich spiele Fußball und ich mache ein bisschen Social Media. Ja, okay. Mhm. Und du? Ich bin Erzieherin im Nestbereich, also bei den ganz Kleinen. Krass. Leute, wir sind schlecht vorbereitet. Die Clubmische ist aus. Aber wir machen einfach eine Asi-Mische. Passt doch auch, oder? Und ich mache auch so ein bisschen Social Media, aber nebenbei ein bisschen. Nebenbei ich bin Vollzeiterzieherin. Also. Aber die Frage ist, was ich bei ihr zaubern soll. Ich glaube, ich bringe einfach eine Flasche Wasser. Ja. Die Zeit, die bleibt, stecke ich dann da rein, aber... Also magst du Kinder? Ja, ich liebe Kinder. Das ist krass. Und du? Ich liebe Kinder auch. Ja, sehr gut. Ja. Nice. Und sonst so? Ja, ich bin ein bisschen nervös noch. Sie war halt schon ein bisschen schüchtern und war halt sehr darauf fokussiert, so okay, wir könnten etwas auch nach außen so mäßig wirken. Aber wenn man das erste Mal macht, dann ist das ja auch verständlich. Okay. Egal, ey, guck mal, heute sitzen wir hier, alles Schicksal. Wie kommt's, dass du hier bist? Das ist eine super Frage, also ja, bis jetzt habe ich noch nicht die Liebe meines Lebens gefunden. Deswegen bin ich auf der Suche. Weil du so viel am Fußball und keine Zeit, oder? Ich bin noch 21, deswegen, keine Ahnung, ich habe ein bisschen gelebt. Ah, gelebt hat er, okay. Gehst du und feiern? Nee, also ich nicht. Bin natürlich schon auf Feiern gewesen und ich habe auch schon Alkohol getrunken damals. Du bist also, ich bin nicht so ein, ja? Tatsächlich in der Hinsicht schon, ja. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht in Clubs gehe oder okay. Also wenn, dann eher mal in eine Bar, so. Mhm. Aber das kommt auch selten vor. Also ich bin jetzt nicht Anti-Club oder so, aber, also vielleicht ein bisschen, aber, aber ich sehe meinen Mann auch nicht im Club, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, er denkt sich, fuck. Scheiße. Also so jedes Wochenende im Club fände ich schwierig. Ja, hast du recht. Ja. Ich glaube, würde ich auch schwierig finden, wenn meine Partnerin die ganze Zeit ihren Ass im VIP shakt. So. Ja. Aber bist du oft im Club? Nein. Okay. Mach einfach Schuss Zitronensaft rein. Für die Bitterness. Sieht doch cool aus. Was magst du denn? Also Afrobeats, ich bin auch am Montag auf dem Konzert. Ach komm, wir sind heute ganz wild. Noch ein Schuss Wildberry. Also entweder es schmeckt oder es ist... Magst du Urlaube? Nee. Ich weiß nicht, bist du viel unterwegs? Minze lässt alles immer teuer aussehen. Vorstellen, ich liebe Barcelona. Ja. Die Stadt ist sehr fresh und ich mag es einfach, ich brauche Sonne. Ich bin ein Sonnenmensch. Ja. Na, ihr Süßen? Na. Ich sage ehrlich, so das, was ich so raushöre, klingt gut. Clubmische war aus. Ich habe dir was anderes Tolles gemacht. Ist gar kein Ding. Was ist denn das? Das ist die Asi-Mische. Ah, okay. Also so mit bisschen Pep. Das ist auch krass. Ah, ohne Alkohol, ne? Ja, aber krass. Ja, okay. Und ich habe euch noch eine Flasche Wasser mitgenommen, falls es doch nicht so krass sein sollte. Und Apfelschorle war so gar nicht drin, oder? Apfelschorle gibt's auch. Ich bring dir gleich noch eine Apfelschorle. Zum Essen kriegst du die Apfelschorle. Okay, ja. Stößt. Er hat nicht gespart auf jeden Fall. Willst du mal einen Schluck probieren? Nee, danke, ich trinke keinen Alkohol. Gar keinen? Nein, keinen nie. Schluck. Seit vier Jahren nicht mehr. Hattest du einen Zug oder was? Nee, also es gibt voll viele Gründe, warum ich nicht trinke. Für mich macht Alkohol einfach keinen Sinn. Ich habe die Brühe schon mal vorbereitet, damit es schnell geht. Schmeckt geil. Super. Wir legen los. Keine Zeit verlieren. Ich finde alkoholisierte Frauen, no front, aber peinlich. Okay. Wenn man, also klar. Krasses Thema. Die alkoholisierten Frauen stürzen gerade die Kommentare und schreien, nein, das ist cool. Bis jetzt hier im Stand so. Nö, aber ich höre raus, du bist relativ konservativ. Nö, ich bin einfach
Weiß ich auch nicht. Aber sonst kann ich auch witzig sein. Ich bin jetzt du kannst witzig sein, ja. Jetzt erwarte nicht, dass ich hier... Zeig mal, was witzig ist. Nee, du. Das sieht doch schon mal gut aus. Der erste ist salzig. Da kommt Käse rein mit ein bisschen Prosciutto Tartufo, heißt das. Auf jeden Fall mit Trüffel. Ich liebe Trüffel über alles, Leute. Wir schneiden das mal ein bisschen klein. Warte, erstmal so, was ist dein Content? Mein Content? Ziehst du dich auf? Also so oberkörperfrei irgendwas? Ich weiß ja nicht. Also ich habe eigentlich kein Problem damit. So, wenn ich mal ein bisschen nackter Haut zeige. Aber ja. Okay. Kennst du mich? Nee, ich kenne, aber ich muss auch... Nee, ich frage, weil ich das eigentlich so uncool finde. Aber denkst du, dass ich mich ausziehe oder was? Okay. Gibt es doch. So oberkörperfrei und so voll viele machen so komische TikToks. Ach so. Findest du schlimm? Hey, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kannst einfach sagen, was du machst? Ich kenne dich wirklich nicht, würdest du sagen. Ich mache eigentlich was krank Besonderes, bisschen Reality. Warst du im Trash-TV? Mhm. Ja, okay. Ich gucke das nicht. Aber du kennst mich, dass ich mich ausziehe? Nein, ich frage, weil ich gerade sagen wollte, dass ich das eigentlich schwierig finde. Also, das ist der beste Part an allem, Leute. Soll einfach nicht im Internet so. Mhm. Aber weil es halt... Ja. Oh, scheiße, es riecht verbrannt, scheiße. Ich wüsste jetzt, also ich hätte dich auf der Straße oder so jetzt nicht erkannt oder wüsste nicht, wie du heißt, nee. Noch alles im grünen Bereich. Also, ob man mir das jetzt glaubt oder nicht, habe noch nie in meinem Leben Trash-TV geguckt, außer The 50 habe ich gerade geguckt, aber sonst habe ich noch nie was geguckt. Das läuft sehr gut, es läuft sehr flüssig. Wir haben gar keine Pausen, es läuft sehr flüssig. Also, ich war Dating Naked. Spaß, Jumann. Ich war nur bei Are You The One. Okay. Kennst du Are You The One? Das ist krass, dass man Are You The One erklären muss, Leute. Trash-TV gehört zu unserem Leben doch dazu, oder bin ich der Einzige? Sie guckt echt kein Trash-TV. Und man lernt sich gegenseitig kennen und am Ende geht es darum, so mäßig, dass man sein Perfect Match findet. Ich sag mal so, Respekt. Und du hast dein Match nicht gefunden oder war es kein Match? Ich habe mein Match gefunden, aber wir haben nicht gewonnen. Also schade. Ja, schwierig. Ja, und danach einfach auch tschö. Genau, also einfach so, man hat sich trotzdem gut verstanden und so, aber... War nix. Legen wir kurz auf die Seite, müssen wir später nochmal kurz warm machen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Leute. Aber habe ich hier irgendwas? Du guckst hier die ganze Nein. Seite. Nein, mich irritiert, ich schwöre, dass dieser eine Knopf ja, zu ist. Ja, ich hab das... Ich schwöre, ich das einfach... Ich hab das halt echt... Ich dachte, das ist ein bisschen so wenig... Zu freizügig, okay. Sondern? Nein. Sondern? Nein. Nee, weil, ja, nee, weiß nicht, ich dachte, das wird... Okay, ab jetzt... Ja, hier oben. Ja. Ich probiere. Falls ihr euch fragt, was es gibt. Es gibt zweierlei Pfannkuchen. Einmal in Suppenform und einmal noch herzhaft. Hast du Fragen an mich? Jetzt brauchen wir noch zwei schnelle Nummern, Leute. Gut, aber ich bin wirklich sehr nervös. Musst du nicht sein. Ja. Alles ganz cool. Guck mal, wir sind nur hier beide. Ja, genau. Ja, du kannst sowas gut ausblenden. Ich bin hier das erste Mal. Schlägst dich aber super. Danke. Also ich würde schon sagen, dass ich geflirtet habe. Chemie zwischen uns war super. Warst du schon mal in einer Beziehung? Ja, ich hatte eine feste Beziehung. Okay. Das hat ein Jahr gehalten, also jetzt nicht wirklich lange. Das ist aber auch schon lange her, 4 Jahre. Okay. Also ja, so ist das bei dir. Ich hatte noch keine Beziehung. Noch nie? Mm-mm. Nur was Lockeres, ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin abstinent. Nein, ich weiß auch nicht. Okay. Ich bin auch, ja. Jungfrau, sagst du. Hier. Ah, okay. Hier. Ja, okay. Ich glaube dir. Glaubst du mir? Also, aber, du gibst Lügen auch das finde ich nicht. Du gibst ja auch das Gefühl, als ob du mir glaubst. Ja. Ich glaube, du hast eine Meinung von mir, oder? Nein, doch, erzähl nicht. Mal deine Meinung über mich. Nein, bisher bist du sympathisch. Ich kann nichts sagen. So, aber? Aber. Ey, ja. Das hier rollen wir einmal ein. Wie gesagt, wundert euch nicht. Ich habe sehr wenig Hitze empfinden. Deshalb kann ich das auch für 10 Sekunden so halten. Jetzt wird es langsam echt heiß. Ah. Okay, Leute. Reden nicht drüber. Oh, wir können wieder schmeißen. Ich mache jetzt richtig hoch. Oh, falsch rum. Yes. Was war dein größter Traum? Oder was ist dein größter Traum? Mama zu werden. Und das ist süß. Ja, ne? Und sonst, ich...
einfach wirklich, ja, dieses Familie zu haben, das ist schon, glaube ich, mein größter Wunsch in diesem Leben, ja. Was ist dein Type? Mein Type? Soll ich jetzt diese Light-Skin-Fuckboy-Antwort geben, so, die du eigentlich von mir erwartest? Nee, sei mal einfach ehrlich. Achso, okay. Wie gesagt, also ich finde, Humor und die Art kann so viel ausmachen. Und auch wenn er optisch total mein Type wäre, aber dann irgendwas Dummes kommt, oder dann wäre das auch ein sehr großer Upturner für mich. Also das Gesamtpaket muss einfach passen. Ich habe eigentlich nicht wirklich ein Type, also ich würde nicht, ich mag das nicht so eigentlich so zu klassifizieren, weil ich denke so, also es gibt wunderschöne Menschen so in jeglichen Hautfarben oder Haarfarben oder so. Deswegen, ich finde am Ende so, das ist so mit der erste Moment so, entweder es vibet oder es vibet halt nicht, ist cool oder nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, so soll sie sein, keine Ahnung. Also man hat natürlich seine Präferenzen. Genau. Und ich habe auch eben gesagt, wenn man mir so einen Mann, wenn ich mir so einen backen könnte, dann wüsste ich natürlich schon, was ich so eine Vorlieben oder so. Aber okay, wie würdest du dir den backen? eher alles, was so in die dunklere Richtung geht, sei es Haare, Hautfarbe. Okay. Ja, doch, also ja. Also dafür, dass das hier so, ich dachte halt, ich, also, was dachtest du? Mir wurde halt gesagt, hast du Bock, bla bla, weil ich zu der Beschreibung von dem Typen passe, und dann dachte ich, ich sitze hier halt in Almon so. Und dann triffst du mich. Hilfe. So, es gibt heute Pfannkuchen zweierlei Art. Einmal in einer Suppenvariante und einmal in einer herzhaften mit Trüffel Prosciutto. Ich habe tatsächlich auch noch nie Pfannkuchen als Suppe gegessen. Echt? Ich dachte nicht, dass es das gibt. Typische Flätlessuppen. Probiert einfach mal. Also ich hoffe, es wird euch schmecken. Dankeschön. Macht genauso weiter. Lasst es euch schmecken. Dankeschön. Danke. Ich freue mich aufs Spiel. Ah ja, stimmt. Wir müssen ja hier auch noch gleich gegeneinander spielen. Hoffen wir mal, das Essen schmeckt, ne? Ich glaube, nach dem Dreh gibt's fürs Team Pfannkuchen, Leute. Pfannkuchen mit Trüffel kombiniert. Hätte ich tatsächlich auch nicht, aber es schmeckt. Ja? Also es schmeckt wirklich. Du musst mehr ins Innere. Zur Mitte, zur Tete, vom Sack. Zack, zack. Das heißt, du bist viel unterwegs auch? Ja. Boah, das ist auch lecker. Ja. Was heißt viel? Doch, aber ich mag es, unterwegs zu sein. Also ich mag vor allem so, ich mag Reisen, ich liebe Reisen über alles. So. Tatsächlich war ich so in der Vergangenheit, war ich eher so, ich will mit meinen Jungs sehr viel erleben. Also jetzt kein Partyurlaub oder so am Ballermann, ne? Niemals. Nein, die Welt entdecken so, aber mit der Partnerin ist auch nicht schlecht. Feier ich. So, ich hole jetzt die Suppe hier. Doch, das ist lecker. Schauen wir mal. Was würdest du sagen, was besser? Die Suppe. Hey. Ja, ey, so viele überall. Was ist los? Ja, krass. Du bist jetzt eine ganz gute Bilanz. Also, okay. Also ich find das schon ein bisschen lustig. Was? Du siehst, also das ist wirklich. Gott, ich kann jetzt. Nee, sag ich nicht. Ja, jetzt musst du es sagen, das kannst du nicht machen. Sure. Aber nur wenn es positiv ist. Nein. Nein, ich finde das krass. Oh Gott, ich habe jetzt gerade Angst, was du sagst. Hau einfach raus. Nein. Denk nicht so viel drüber nach. Ja, das ist krass. Was sehe ich? Das sieht gut aus. Okay. Das sieht gut aus. Danke. Bitte. warum hast du dafür jetzt so lange gebraucht? Nein. Einfach nur beim Gedankengang. Warum nicht? Aber nein, ich finde das krass. Also weil. Denkst du dir, für eine Deutsche ist okay? Oh. Also ich bin wirklich überrascht, also dass man tatsächlich auch die Casting-Abteilung so eine Arbeit leistet. Es war sehr cool. So, ich hätte nicht gedacht, weißt du, dass so diese Übereinstimmung so, also. Ja. Das ist schon krass. Ja, yes, also, ja. Ich dachte, keine Ahnung, das ist jetzt hier nicht Netflix, ne, das ist YouTube. Ja, ich habe das ja auch gedacht. Krass. War ein Kompliment an mich. Und natürlich an unser tolles Team, das wir jetzt gerade bekochen, liebe Freunde. Der Johnny, der gerade die Kamera hält, hat Hunger. Und ich auch. Du hast vor allem in Bezug auf mich, du hast so wirklich so ein Rollenbild, so dieser partysüchtige Lightskin, der jede Woche irgendeine ab. Keine Ahnung. Ist es anders? Aber
Liege ich falsch, dass du so denkst? Ja, okay, das nein, der Menschheit ist verschuldet. Du bist auch so nett. Was glaubst du denn? Leute, es vibet geisteskrank. Ich bin maximal überrascht. Wirklich. Ich glaube, heute wird kein Sparschwein fallen. Das ist jetzt meine Schätzung. Falls das passiert, dann fliegen hier viele Sparschweine heute. Ich sag's euch, wie das ist. Dann wird krass. Wirklich krass. Aber was machst du denn so? Das ist nur die Vorspeise, oder? Ich kann sonst nämlich gleich nicht mehr. Isst du nicht so viel? Wie meinst du mit Vorspeise? Ist nur die Vorspeise, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also ich sag's mal so. Sonst hätte ich jetzt nämlich aufgehört, weil. Ach so, ich kann, aber schmeckt's euch? Ja. Es schmeckt krass. Echt? Also die Suppe krass. Ist sehr gut. Die Suppe schmeckt einfach nach Maultaschen und Suppe halt nur mit Pfannkuchen. Bei den Pfannkuchen, ich frage mich, habe ich zu viel Käse reingemacht? Weil ich habe ein bisschen mehr so gedacht, wie ich es machen würde. Das ist wirklich geil. Ist gut, mir ein bisschen zu wenig, zu viel Trüffel. Zu viel? Krass. Aber am Ende, ich habe keine Ahnung, ist das Trüffel? Das, das Trüffel ist im Schinken sozusagen. Ach so, ich esse es, es schmeckt super. Das freut mich. Wirklich. Geil, ich wollte mich kurz einschalten. Hm. Weil ich musste kurz was dazu sagen. Sag was. Zu dir und Club. Ich war einmal mit ihm feiern. Ja. Und ich muss sagen, er ist wirklich anständig. Ja, das. Du hast schon geschwitzt, ne? Guck mal, die. Aber du hast auch gegessen, die Suppe. Oh, die Suppe, aber ich habe auch gekleckert und ist meine. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ich wollte eigentlich nur Schuhe sehen. Das ist ein bisschen oberflächlich, ne? Das war ein Witz. Und sag mal, ich habe dein Auto aber nicht gesehen. Komplett. Tja. Fresh. Kann man machen. Magst du viel? Hilfe. Hast du Fetische? Nee, nee? Also kein Fußfetisch, nein. Was hast du denn für einen Fetisch? Ich habe gar keinen Fetisch. Dicker was? Nicht. Ne? Ne? Hm? Das? Nee, also ich... Natürlich hat man... Vorlieben, aber ich habe keinen Fetisch. Fetisch ist ja schon krass. Was ist denn dein Vorliebe? Warte, gibt es dir das auch als Cocktail? Ach so, ja, warte. Nee, gibt's nicht. Ja, wenn, ja, am passendsten wäre sonst alles oder nix. So, hast du, ist gut, ja. Meine Eltern gucken da. Tatsächlich, ja, also ich hätte... Lieben gerne mehr über ihr Sexleben erfahren. Ich mag es auch darüber zu reden, habe ich gar kein Problem mit. Digga, ich bin im Reality, so darüber muss man reden. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, so, dass sie nicht so diesen selben Vibe verspürt und sich da ein bisschen schämt. Und dann nehme ich natürlich auch Rücksicht darauf. Liebe Freunde, das Problem ist, nicht nur die Eltern gucken zu. Es gucken wirklich viele Leute zu. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt vom Date haltet. Glaubt ihr, Sparschweine werden fallen heute? Ich sag euch ehrlich, Leute. Ich glaube nicht. Aber du hast Tattoos, sehe ich. Ja, ich habe Tattoos. Mhm. Ein paar kleine, also... Sag mal, was steht da? Trust in Timing. Mhm. Ja. Hast du die gegoogelt bei Pinterest? Oder? Oder hat das eine Bedeutung? Also, eigentlich haben alle meine Tattoos eine Bedeutung. Ja. Auch, also viele Daten, Familie. Ja. So, hier da, das ist mein Lieblingstattoo, das ist das, die Unterschrift von meinem Onkel. Mhm. Also 1:1 eingescannt. Das weil. Ist Nee, der ist verstorben. Also. Weil ich dachte mir nur so kurz wirklich, okay. Wo ist der Ausgang? Geil. Ich glaube, ich komme im falschen Zeitpunkt. Ja. Alles gut. Nein, sonst hätte ich es nicht angesprochen, aber das ist gut. Entspann dich. Ich fand es in dem Moment gar nicht schlimm. Es war eher witzig, dass er in dieses Fettnäpfchen getreten ist. Ich gehe damit ganz locker um. Ich würde mir kein Tattoo machen, wenn ich nicht drauf angesprochen werden möchte. Deshalb alles ist gut. Es war eher ein bisschen sympathisch, ja. Das Geile an der ganzen Sache ist, wir fangen direkt an. Ich komme gleich mit dem Spiel. Schön, dass ihr euch versteht, aber man kann auch Geld verdienen, ne? Deshalb ist er doch hier. Ey, du bringst ein bisschen diese Sidekick, so von dieser, ich bin am Fronten, wirklich ja. So von dieser Seite. Es wird Zeit für ein Spiel. Die Teilnehmer kriegen von Zello 3 Karten auf einem goldenen Tablett serviert. Unter jeder Karte befindet sich ein anderes Spiel. Gemeinsam dürfen sie wählen, welche Karte sie ziehen. Gespielt wird um Silbermünzen. Ich bin gespannt. Okay, 3, 2, 1. Aber ja, welche ist das jetzt? Die. Ja, okay, er war so in der Mitte. Ich bin ein bisschen schwerer. Ich hätte jetzt goldene Mitte auch gesagt. Ja, dann zieh die Karte doch gerne. Shot der Wahrheit. Dieses Spiel heißt Say It or Shot It. Doch bei uns geht auch beides. Sedo wird den Teilnehmern insgesamt 5 Fragen vorlesen. Beantworten Sie eine Frage, bekommen Sie eine Silbermünze für Ihr Sparschwein.
Trinken Sie zusätzlich auch noch den Ekelshot, bekommen Sie eine zweite Münze. Wenn Ihnen die Frage allerdings zu privat ist und Sie lieber nicht antworten möchten, bekommen Sie natürlich keine Münze und müssen als Strafe den Shot trinken. Wenn Sie diesen auch nicht trinken wollen, müssen Sie die zweite Münze an Sedo abgeben. Insgesamt können bei diesem Spiel also bis zu 10 Silbermünzen verdient werden. Kevin schläft heute Abend in Köln. Könntet ihr euch vorstellen, im gleichen Hotelzimmer zu übernachten? 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Jetzt dürft ihr euch noch einen Shot aussuchen. Ich mach's euch auch aber ein bisschen schwerer. Nö. Du musst gar keinen Shot trinken, aber jeden Shot, den du trinkst, verdienst du eine Münze. Habt ihr Eimer hier oder so? Ja, du schaffst das. Ich glaube an dich. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, warte, 0. Hallo. Stößchen. Oh Gott. Es ist krass, dass ihr mit dem Essig anfangt. Oh. Das ist wirklich krass. Oh ja, ist kein Ding. Es gibt wirklich. Was schluckst du sonst? Du hast ja immer 2 Münzen verdient, darfst du dein Sparschwein schmeißen, du auch. Das war okay, aber... Was ist das für Geschmacksknospen, Alter? Junge, es riecht so nach Essig. Oh, es ist ekelhaft. Versenkt die Münzen gerne in eurem Sparschwein und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Okay, die nächste Frage. Macht deinem Partner ein ehrliches Kompliment, was von Herzen kommt. Kevin fängt an. 5, 4, 3, 2, 1. Du hast wunderschöne Augen. 1. Das kam wirklich von Herzen. Er hat fast gestöhnt, aber er war gerade. Du hast wunderschöne Augen. Noch nicht. Du bist dran. 5, 4, 3, 2, 1. Ich mag deine Ausstrahlung. Also, korrekt. Ja. Stark. Dann dürft ihr euch noch einen Shot aussuchen. 5, 4, 3, 2, 1. Wir müssen weiter die Reihe ab. 0. Gibst du dir? Mhm. Oh, der muss leer sein. Das gehört leider dazu. Ja, rote Beete sagt. Wir bereiten uns hier auf Dschungelcamp vor und das Sommerhaus. Ich möchte euch nur einmal dazu sagen, bei 0 muss der Shot getrunken sein. Okay. Beim nächsten Mal kann ich euch den Punkt nicht geben. Aber wie viel? Ich kann... Schlucken. Leider komplett. Aber wie gesagt, wenn du es merkst, du schaffst es nicht, zwing dich. Du verstehst. Ich würde dir deine 2 Münzen geben, sonst behalte ich dich. Danke. Könnt ihr gerne in euer Sparschwein schmeißen? Nicht weiter. Warum hat eure letzte Beziehung geendet? Wir fangen diesmal bei dir an. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder die Schießerin, aber eigentlich finde ich das total unfair, weil er das nicht... ich will so über andere Menschen zu reden hier, aber egal. Du kannst die Frage auch einfach nicht beantworten. Doch, ich beantworte die, aber weiß ich nicht, ob das zufriedenstellend ist. Es hat einfach von meiner Seite aus nicht mehr so gepasst, wegen so Selbstständigkeitsgründen. Was? Er hat noch nicht gezählt. Ach so. Nein, du kannst weiter erzählen. Alles gut. Entschuldigung. Sie hat kurz vor Warten noch. Alles gut. Ey, wir können sonst deinen Ex einfach anrufen. Willst du nochmal zählen? Nee, okay. Erzähl. Genau, also so Selbstständigkeitsgründe, also Ziele im Leben, sowas. Und, also hast du Schluss gemacht? Mhm. Okay, wie ist bei dir? Ich bin zu Ayodoron gegangen. Zu was? Ayodoron. Und deshalb hast du Schluss gemacht? Nein, ich habe nicht Schluss gemacht. Ich hatte ja quasi keine Beziehung. Okay, es war eine Kennenlernphase. Ja. Okay. Dann dürft ihr euch jetzt einen Shot aussuchen. Entscheidet euch schnell. 5. Gehen wir weiter, ja? 4. Wir müssen 3. Boah, warte. 2. Ja, bei 0 muss er leer getrunken sein. Genau. Ja, ich kann nicht mehr. 0. Du kannst dich entscheiden, dann verdienst du eine Münze. Eine? Ich war fertig. Ja, das ist jeder Shot, ist eine Münze. Aber du hast schon 0 gesagt. Ja. Ich sag dir ehrlich. Oh. Leute, ich will ja am Ende des Tages hier Shots trinken sehen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es könnte sich sehr lohnen, die Shots zu trinken. Mehr sage ich nicht. Das riecht lecker. Das hier wäre eine Aufgabe. Ihr könnt sie machen. Ihr seid da auch ein bisschen abhängig von dem Gegenüber. Hm. Wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr einfach die Münze nicht. Ganz einfach. Küsschen auf die Backe. Ja oder nein? 5. 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ja. Leider bist du von ihr abhängig, deshalb kriegt ihr beide keine Münze. Ihr könnt aber einen Shot trinken, dann könnt ihr euch wieder eine verdienen. Also, natürlich war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass sie mich nicht wenigstens auf die Backe geküsst hat. Am Ende ist ja auch schön, wenn sie es nicht bei ihr macht. Ich fühle mich benebelt ein bisschen von diesen Dingern. Ihr könnt danach einen Tequila-Shot haben, ist kein Problem. Das riecht lecker. Ist das derselbe? Komm, wir trinken den. Ohne. Dann hattest du den gerade. Okay. Was war das? Ja, ich genug Überlegzeit. 5, 4, 3, 2, 1. Hä, das war.
Apfel, Zitrone oder so. Keine Ahnung, oh, ist das ein bisschen scharf, ist auf jeden Fall echt gar nicht schlimm. Ja, das war so, nicht schlimm. Jeder kriegt, stellt sich aber auch an. Eine Münze. Du wolltest mir einen kurz auf die Backe geben und sagst, du stellst mich an. Also jetzt muss ich mich mal kurz auf diese Seite positionieren. Zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, dass er ein bisschen, ja, dass das Geld schon sein Fokus war. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Die macht besonders viel Spaß. Ich mag die letzte Frage. Wer war die berühmteste Person, die in eure DMs geslidet ist? Oh Gott. Dazu dürft ihr auch noch sagen, was sie geschrieben hat. Falls ihr es nicht machen wollt, weil es unangenehm sein könnte für die Person oder für euch, dann kriegt ihr keine Münze. Okay, Kevin, du darfst gerne anfangen. Oh Gott. Du musst es nicht sagen. Denkst du, Behinder? Das ist keine berühmte Person. Das ist... Wer denn? Das ist wirklich so... Oh Gott. So aus Trash-TV, weißt du? Wer? Das ist eigentlich... Na, eigentlich mache ich mich selber... Nein, ich kann es nicht sagen. Ich würde mich selber... Wer A sagt? Ich bin ehrlich. Okay, eigentlich juckt es nicht. Ja, sag. Ach, okay, kennst du eh nicht. Malisa. Malisa? Ja. Ist die berühmteste, die bei dir reingezogen ist? Oder die dir gerade einfällt? Am famesten. Okay. Sagen wir so. Alles klar, liebe Freunde. Hier ein Bild von Malisa. Ja, hör auf, oh mein Gott. Du darfst antworten. Oder auch nicht, wenn du nicht willst. Ja, ich habe darauf ehrlich gesagt keine Antwort, weil bei mir noch nie jemand Berühmtes reingeslidet ist. Was denkst du, bei mir Heidi Klum? Also wenn vielleicht mal so Fußballer oder so, aber halt ich kenne die Namen, keine Ahnung, habe ich auch nie, weiß ich nicht. Nur im Stadion unterwegs. Noch nie gewesen. Also vielleicht Fußballer, also ich, das habe ich aber auch erwartet. Die sind übel unterwegs. Aber mir schreiben tatsächlich kaum Männer, das kommt echt selten vor. Das können wir ändern, liebe Freunde, falls das Date nichts wird. Der Link zu ihrem Insta ist natürlich in der Videobeschreibung. Ihr habt euch beide eine Münze verdient. Wollt ihr euch die letzte Münze auch noch verdienen, indem ihr den letzten Shot trinkt? 5, 4, 3, 2, 1. Kevin, ich habe echt Respekt. Also vor euch beiden. Oh. Dick Respekt. Kevin hat tatsächlich... Kannst du bitte nochmal so einen Aufruf für Dschungelcamp machen oder so? Hast du alle Münzen? Nein, eine, oder? 2, 4, 6, 8, 9. Nee, du hast die gemeinsame Münze. Wegen dir. Ich darf euch die gute Nachricht überbringen, dass das Date an der Stelle schon endet. Ich bin komplett zufrieden mit dem Date. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Also ich bin wirklich überrascht, also dass man tatsächlich auch die Castingabteilung so eine Arbeit leistet. Es war sehr cool. Die Entscheidung. Der rote Teppich ist ausgerollt und wir wollen wissen, ob die Kandidaten auf ein zweites Date gehen möchten oder sich für das Geld entscheiden werden. Wird das Schwein von einer Person fallen gelassen, kriegt diese ihre Silbermünzen in Euro ausgezahlt. Tun dies aber beide gleichzeitig, gehen beide leer aus. Hat Zeddo den Countdown runtergezählt und beide Teilnehmer halten ihr Sparschwein noch in der Hand? So haben sich beide für das Date entschieden. Die Angaben zum zweiten Date werden von Zeddo im goldenen Umschlag überreicht. Es ist soweit. Ihr hattet ein tolles Date, zumindest so, wie ich es aufgefasst habe. Ich habe hier drei Umschläge. In allen dreien ist etwas drin. Es könnte viel Geld drin sein für dich, es könnte viel Geld drin sein für dich. Oder ihr entscheidet euch fürs gemeinsame Date und ihr bekommt einen goldenen Umschlag von mir mit einem Date, das ein Spaziergang am Rhein mit zwei Flaschen Wasser sein kann oder vielleicht was Geileres. Ihr dürft euch die Sparschweine einmal schnappen. Die Frage, die ich mir schon den ganzen Abend stelle... Wollt ihr auf ein gemeinsames zweites Date? Falls ja, behaltet ihr die Sparscheine in der Hand. Falls nicht, lasst ihr sie fallen. Spannend, ne? Boah, schon ein bisschen. Wow. Ich zähle von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1. Boah. Guck, Geld, geil. Das allererste, was ich dachte, als er das Schweinchen fangen lassen hat, war wow. Okay, krass. Du hast das Sparschwein fallen lassen, Kevin. Warum? Erklär uns. Ich denke, mit dem Geld, was man gewinnt, kann man auch so ein zweites Date haben. Dafür korbt er mich auf Kamera, wow. Du hast mich auch gekorbt. Womit? Hotelzimmer, Kuss auf die Backe. Das ist kein Korb, mein Lieber. Das ist ein bisschen Korb. Also habe ich rausgehört, es ist trotzdem alles gut. Also keine bösen Intentionen. Wir werden auf jeden Fall ein zweites Date trotzdem haben. Siehst du das auch noch so? Das Ding ist, du hast die Entscheidung gerade, wie du es machst. Wenn du es als Korb siehst, dann wird es als Korb rüberkommen. Medienprofi und so. Ah, okay. Alles ist gut. Okay, dann fangen wir gerne einmal an und wir entpacken deinen Umschlag zuallererst. Du hättest heute 210 Euro gewinnen können. Eigentlich nicht, weil hättet ihr beide das Sparschwein fallen lassen, wäre das nichts geworden.
Wir entpacken Kevins Umschlag. Du hast tatsächlich die 0 Euro gedreht. Das hat meinem Ego so gut getan, dass er kein Geld bekommen hat dafür. Aber ich glaube, er meinte das tatsächlich nicht so, wie es jetzt rüberkam. Aber mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Nee. Krass. Heißt, du gehst krass. Leer aus. Das ist krass. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. und euer Gutschein wäre gewesen. Ja, passiert dem Besten. Euer Gutschein wäre wiederum gewesen ein 200-Euro-Dinner in einem Edelrestaurant hier um die Ecke. Krass. Heißt, dein Bauchgefühl war leider nicht so gut. Das ist scheiße. Hättest du das Sparschwein in der Hand gehalten, wäre es für alle besser ausgegangen. Obwohl, du hättest 10 Euro plus machen können, hättest nur du es geschmissen. Holen wir nach. Aber die kriegst du von mir. Alles als gut, Trost. Du. Ja, war sehr geiles Video. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, dass du hier sein durftest. Tauscht die Nummern aus oder nicht? Das interessiert mich noch. Von mir aus ja. Von mir aus auch. Okay. Sie holen das nach. Sie ist eine Kämpferin, Leute. Sie nimmt es nicht übel auf. Finde ich sehr, sehr stark. Das war's mit dem Video, Leute. Die Kandidaten sind natürlich beide unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr mal reinstalken wollt. Das Date ist vorbei. Wir schauen uns jetzt gemeinsam mit Zeddo an, was aus den beiden geworden ist. Herzlich willkommen bei mir zu Hause in meiner gewohnten Umgebung, liebe Freunde. Die ein oder anderen werden dieses Büro schon mal gesehen haben aus der ein oder anderen Reaction, denn ich habe ja einen Zweitkanal. Und wir reagieren jetzt auf das Videomaterial, was wir von Aileen und Kevin zugeschickt bekommen haben, denn sie haben tatsächlich noch den Tag miteinander verbracht. Wir schauen mal rein. Wirklich, und ich schwöre, so war ich jetzt. Er dachte, ich lasse das Schwein fallen und deshalb hat er fallen lassen. Guck mal, das er hat ein Ego-Problem, Leute. Stell dir mal vor, sie würde wirklich sagen, ey. Mausi, lass es, mach das an, nur noch schlimmer. Ey, nein. Nein, geh doch dazu. Ja, kann sein. Ich habe auf jeden Fall bestimmt eine Sekunde daran gedacht. Vor allem. Das ist natürlich krass. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, dass er darüber nachgedacht hat, ob sie das Schwein fallen lässt. Aber die Frage ist, warum sitzen die gerade zusammen im Auto und wo geht's hin? Ich bin mal sehr gespannt. Weißt du, was ich gemerkt habe? Ich gucke die so an. Ich so, oh mein Gott, warte mal, Wadla, du warst viel zu süß. Dann kam dieser neue Gedanke. Warte mal, schon mal vor, die ist so geil, dass sie mich hier einfach stehen lässt. Kann nicht sein. Naja, vielleicht ein minimal. Guys, wir sind schon so weit, dass ich jetzt hier sterbe. Sie zieht sich um und dann gehen wir ihre Freundin beim Spiel supporten ein bisschen. Wo sind wir hier? Fußballplatte, Er ist einfach auf süß mitgefahren zu einem Fußballspiel von der Freundin von Aileen? Like what? Wie bitte? Ich check's nicht. Das ist ja jetzt mal okay. Zeig mal dein wahres Licht. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr prüde und anständig. Bin ich auch, aber ich wirke sehr kaltherzig und so. Bin ich auch, aber ich kann auch anders. Ich kann sehr liebevoll sein und wenn ich einmal jemanden. Du wolltest gerade sagen, du bist. Wild. Ja, das wolltest du gerade sagen. Nein. Ist da ein leichter Flirt am Start oder sehe ich hier falsch, liebe Freunde? Oder ist da ein leichter Flirt am Start? Schlafen mit offen oder zu Fenster? 1, 2, 3, offen. Ah! Ich schwöre, sonst werde ich krank. Ja, okay. Wir schlafen mit oder ohne Socken? 1, 2, 3, ohne. Mit? Was laberst du? Mit Socken schlafen ist Psycho. Ich sage ehrlich, liebe Freunde, mit Socken schlafen ist Endlevel. Küssen beim ersten Date, ja oder nein? 1, 2, 3, ja, nein. Ja. Nein. Habe ich gar kein Problem mit. Macht man nicht. Wenn du eine richtige Frau haben willst und das ernst sein soll, dann machst du das nicht. Aber schon wollen wir sehen. Boah, das war aber gerade. Habt ihr einen Blick gesehen, aber auch? Wir müssen das mal nochmal überprüfen hier. Knappe Kiste. Ja, sie ist schüchtern. Sie ist schüchtern. Ich bin jetzt Zucki. Weiter jetzt hier. Und den dann nehmen. Spaß. Ich vergesse gerade, mir fällt ja gerade ein, liebe Freunde, er ist ja Profispieler. Also er spielt ja in der dritten oder vierten Liga oder keine Ahnung, aber als Torwart, ne? Eine Frage habe ich an dich tatsächlich. Ja. Würdest du eine Tochter haben? Oh! Warum würdest du eine Tochter haben? Ich habe es nicht gecheckt, liebe Freunde, ich komme gerade nicht mit. Yo, was geht ab, guys? Wir sind angekommen. So geil. Ich dachte gerade, die sind bei jemandem zu Hause. Bei ihr oder bei ihm. Leute, die haben ja richtig ein Date gehabt. Auf Ernst? Guys, wir sind bei Blockhaus, was essen. So, Leute, oh mein Gott.
Wow. Nee. Mhm. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall essen und ich würde sagen, damit habe ich es sehr gut gemacht. Ja. Ich hoffe, das Essen ging wenigstens auf seinen Nacken, liebe Freunde. Ich hoffe es. Das ist aber noch nicht alles, liebe Freunde, denn wir haben von Kevin noch eine Sprachnachricht bekommen und die kann ich auch einmal für euch abspielen lassen. Ja, wir hatten auf jeden Fall ein wunderschönes Date miteinander. Es war wirklich sehr cool, so einfach der Tag war einfach sehr lustig. Wir haben uns besser kennengelernt. Ich glaube, sie hat mich auch nochmal dann in einer anderen Blickweise gesehen, wie sie es davor mäßig gesehen hatte. Und ich könnte dir einfach ein bisschen zeigen, so, ey, wer ich bin und was mich sonst so im Leben ausmacht, außer wenn ich meinen Arsch im Fernsehen verkaufe. Und ja, ich hoffe, es hat dir auch ganz gut gefallen. Ich finde, sie ist auch ein tolles Mädchen. Aber ich glaube... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das Aber. Aber ich glaube, jetzt kommt's. Am Ende sind unsere Lebenswelten vielleicht tatsächlich gerade nicht so kompatibel. Und allgemein, so, ich bin jung, ich habe sehr viel Spaß und... bin tatsächlich auch dabei, jemanden kennenzulernen und lustigerweise sogar die, die du eigentlich für mich vorgesehen hattest. Oh, liebe Freunde, da gibt's eine Backstory. Ich hatte ursprünglich jemanden für sein Date geplant, die auch sehr super gut gepasst hat. Dann habe ich herausgefunden, dass die beiden sich schon kennen. Und dann war ich so, nee, das können wir nicht machen. Ich will ja ein Blind Date. Ich will ja nicht zwei Leute, die sich schon kennen. Ich will ein Blind Date. Ja, am Ende verstehen wir uns gut. Wir haben ab und zu miteinander Kontakt, schreiben und so. Aber bis jetzt haben wir uns noch nicht getroffen gehabt danach. Aber ich habe halt auch viel zu tun und mache viel und sie macht auch sehr viel. Aber wir mögen uns auf jeden Fall und da wird bestimmt nochmal irgendwann zusammen was gehen. Was soll ich darunter verstehen, liebe Freunde? Unter da wird bestimmt noch irgendwann zusammen was gehen. Wir wissen es nicht. Wir haben nur Interpretationsspielraum, meine Damen und Herren. Wow. Das war eine krasse Folge Date of Fake. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke, liebe Freunde. Lasst uns Feedback da. Wir sind gespannt auf die nächste Folge. Yo, was geht ab, Guys? Das war auf jeden Fall die Baba-Folge Date of Fake. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu böse, dass ich das Schweinchen fallen lassen habe. Ich werde auf jeden Fall mit dir was Cooles machen auf meinen Nacken. Falls ihr selber an dem Format teilnehmen wollt, dann traut euch und bewerbt euch in dem Link in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und alles Gute. Macht's gut. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja.